bist hier auf meinem zweiten Kanal, du Manis, weißt du, hier geht es nicht um Auto, nur um Fressen, Essen, geben, du weißt es, ne? Ich esse viel. So, ich habe mir von unserem Vietnamesen schönen Hähnchen, gebratene Hähnchen und brutal. Mega. 9 Euro. Kannst du gar nicht. Doppeltlage Fleisch, Digga, wie ist bei euch? Bei uns ist die Hälfte, 13, 14 Euro. Also, so teuer bei euch? Was kostet Döner bei euch? Döner hat Bell, was kostet nochmal 7 Euro, glaube ich, ne? 16 Euro. 16 geht Euro. Aber, wie hier bei uns. Ist schon ein bisschen geht, aber normal musst du aber bei. Wir haben krank Döner. Ja, also denke. Das ist wirklich sehr selten Döner und wenn, dann ist es da. Ja, aber bei euch. Aber Ruhrgebiet, die, das ist schon normal, ne? Das also Konkurrenz ist groß. Der ist krass. Was hast du hier geholt? Auch gebratene Hähnchen? Auch Ente. Ente. Nee, Ente. Ah, du hast auch Ente. Ich habe auch Ente, ich mag Ente. Also, ich muss sagen, das sieht aus wie Ente, ist aber Hähnchen. Ja, Bunjo sagt so, ey, ich wollte keine Ente. Ja, nein, nein, das ist Hähnchen. Ja, alle Freunde, schmeckt richtig lecker, das werden wir gleich mal bewerten. Ich bin jetzt auf dem Dumanis-Kanal, weißt du ja, ich habe Salo schon auf Dumanis, Bunjo ist auf Dumanis-Kanal. So, wie schmeckt dir das Essen? Ja, absolut geil, ich werde schon wieder bemuttert. Ne, Tui, komm, willst du was essen, hast du Hunger? Ich sage, ja, ich mache dir was. Aber wo kommt denn das Essen her, Digga? Der Rest, das ist Tui. Achso, die hat von uns allen zusammengepackt. Spaß, Digga. Der weiß nicht. Alles klar. Oder er probiert alles, Bruder. Wallah, aber okay. Aber komm, gehst du wieder so viel essen wie Türkei? Nein, ne? Ist vorbei, oder? Der hat auch gerade seine Waffe gezeigt. Wir haben schon gerade gesprochen. Aber wir haben auch gegeben, Digga. Ne? Ich schwöre dir, Digga, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe Kelle geholt. Kennst du, ne? Kelle vom Schaf, ne? Ich hole zwei Kelles. Ich sitze drin, er sitzt auf dem Balkon. Ich sag, soll ich den Leon holen oder nicht, Digga? Weil er vielleicht hat er Angst, wenn das Ding auf einmal so zerlegt auf dem Boden liegt, ne? Ich sag, egal, hol den mal her. Er kommt so, oh, was ist das? Schafskopf. Ja, okay. Ich sag, probier mal, ich gebe mir so ein Wangenfleisch. Er sagt, ja, ich probier mal. Sagt er, wenn ich jetzt nicht weiß, dass es Schafskopf ist, schmeckt richtig geil, das Fleisch. Ja, aber doch, komm, zart, richtig zart gewesen, die Wange, ne? Richtig, Digga, magst du was nicht? Ich hab's auch nicht gegessen. Was bist du für einer, Bruder? Ja, Walla, magst du was nicht? Ja. Walla, Leon hat alles probiert, ich schwöre dir, oder? Die Konsistenz war richtig geil, nur so ein bisschen Nachgeschmack und dann guckst du da und siehst du den Schädelkopf. Aber wenn du jetzt nur so gehen hättest du deine Suppe reingeknallt, hätte ich die mitbekommen. Walla, Walla. Weg. Aber komm, war nett, war doch nett, oder? Ein richtig schöner Tag. Wirklich schöner Tag und... Was? Der Tag schön war. Nein, klar sein, die Arbeit wurde gemacht von... Aber wir haben uns ja auch so ein bisschen unterhalten über Gott und die Welt. Und wir haben hier. Bunjo das mal kennengelernt. Wir haben uns ja hier die ganze Zeit unterhalten, als ihr da draußen gespielt habt. Aber lustiger Kerl, der Bunjo. Ja, weißt du, was Bunjo sagt? Bruder, ist mir scheißegal, ich penne auf dem Boden, ja? Weißt du so? Also, ich hab's nicht mitbekommen, ich war oben. Nein, er sagt, ist mir egal, Bruder. Er sagt, für mich ist egal, ich penne sogar auf dem Boden. Wirklich ganz lieber Kerl und herzensguter Mensch. Und Salo muss ich jetzt sagen, je mehr ich ihn kennenlerne, desto sympathischer wird er. Auf jeden Fall. Muss ich ja, also wirklich vorher war, eigentlich war er auch nett. Also ich fand ihn im Urlaub auch nett. Im Urlaub war, oh, Auto, oh, wir sind weit weg, neue Eindrücke, jetzt... Nein, er ist jetzt hier... Aber wie Leon das eben gerade so schön gesagt hat, bei deinem ersten Roadtrip... War das genauso mit mir, wie ich mich verhalten habe, ja, du warst ja auch, du kennst die Sitten nicht, du wusstest jetzt auch nicht, was da abgeht. Genau. Und für Salo war es auch ein bisschen Neuland, muss ich jetzt sagen. Und auch so, es klappt nicht, es ist leider so, ich kann es nicht planen. Es passiert immer auch bei uns, obwohl ich schon ein 10. Mal Zillajolo gemacht habe, Leon. Es ist immer, es klappt nichts. Immer du gehst hin, was. Ich habe so einen Scheibentypen gehabt, da habe ich mein Auto fertig gemacht. Dann sage ich zu Emrak, bitte, mach die Leisten bitte von meinem Auto. Ja, okay. Dann ruft der Typ, der sagt damals, schwarze Scheiben, 7.000. Emrak ruft mich an, ja, er will 7.000 haben. Ich sag, für was denn, für schwarze Scheiben? Ich sag, Digga, ich lasse es hier für Appel und Ei machen, für 1.500 Teller. Und der andere Typ wollte 7.000 von uns haben. Er sagt, ja, ich arbeite nur mit Deutschen. Ich sag, er soll das in den Arsch stecken, habe ich gesagt. Ich sag, ich hol die Karre ab, hol ihn sofort ab. Dann bin ich nach Merzen gefahren, für 1.500 Teller, hab meine Scheiben schwarz gemacht. Also das sind so, es klappt nicht immer, wie man will, ne? Aber irgendwie am Ende klappt es doch. Ja, ja, jetzt hat man das Selbstbewusstsein in sich selber und in die Leute die und in die Möglichkeiten. Es gibt schon irgendwie Möglichkeiten. Und wenn du deinen Kollegen einfliegen lässt mit dieser Pumpe, alles gut. Also wir hätten jetzt auch eine Pumpe irgendwo aus Istanbul, bla bla, organisiert. Aber das war auch natürlich auch super, die Rückfahrt mit. Genau. Das war auch brutal, dass wir zusammen, ja. Es war toll, weil zu dritt wäre es schon brutal. Ich habe schon überlegt, wir haben aber überlegt, ob Jan einzufliegen oder San. Genau. Wir haben ja gesagt, vielleicht können wir Jan einfliegen, dann, dass er 2 Tage mit zurückfährt. Das wäre auch noch viel. Aber Watzke, der hat auch mal Türkei. Erzähl mal mit Watzke. Was für einen Eindruck hat er gehabt jetzt? Also, ja, am Anfang war er sehr aufgeschlossen. Ne? Zum Ende wollte er kurz schnell zurück. Ja, weil das. Er hat ja Druck im Nacken. Ne? Der muss ja seine Rechnung bezahlen. Der ist jetzt neuerdings selbstständig, ganz frisch selbstständig. Ja, ich habe ihn ja kurz einmal angekackt. Hast du mitbekommen? Weil er nervös geworden ist. Ja, weil er da sagt zu mir, ja, weil du hast ja den Unfall gemacht. Genau, richtig. Und ja, dann, ist egal, lass uns das in Dings machen. Ich hab länger. Ja, und er sagt, du lass uns das in Deutschland machen, Leon. Ich bin auch froh und dankbar,
dass Emra gesagt hat, hey, ich mach dir das bis morgen Mittag. Ist gar kein Problem, ich habe Zeit, ich mach dir das, ich kümmere mich drum. Wenn wir die Option ja nicht gehabt hätten, dann wären wir im Arsch. Also was traurig wäre, nee, dann hätte Ahmed, hätte ich gesagt, komm, lackier das Ding. Ach so, okay. Also ich fand es ein bisschen traurig, ohne dieses Ergebnis mit dem Unfall an der Seite. Dieses Sellaiolo zurück. Das Dumme ist ja, ich kann ja niemandem was vorwerfen, weil ich habe es ja selber gemacht. Ja. Ich bin selber schuld und verantwortlich in der Situation, ne? Und dann hat er, dann habe ich gemerkt so, er hat da gar keinen Bock drauf gehabt, weil er hat sich eingeplant gehabt, dass ich er dann... Ich habe mit ihm gesprochen, ist das jetzt in Ordnung für dich? Er sagt, ja, aber finde ich nicht so schön. Ja, wir sind 4000 Kilometer von zu Hause weg, das muss jetzt, ich kann sich auch nicht ändern. Ja, ihr wollt nach Hause, ich habe gesagt, du bist mir scheißegal, dann flieg in den Flieger, habe ich ihm gesagt. Ich sag, dann flieg doch zurück, Digga. Ja. Habe ich ihn eiskalt gesagt, weißt du, ne? Ja, ich. Da war Mehmet ein bisschen... Ja, man hätte es auch normal miteinander sprechen können. Genau, genau. Ich verstehe, warum er abgefuckt ist, ich verstehe, warum das jetzt nicht funktioniert hat, so... Weil ich kenne die Situation und ich habe ihm gesagt, Digga, Watzke, der fährt jetzt nicht nach Hause so, wie das Auto ist, dann bleiben wir einen Tag. Hatte ich ja selber auch keinen Bock drauf. Ich wollte das ja auch finish haben. Aber hat ja auch gut geklappt am Ende. Naja, dann war ja, es weil, ist Emra, weil Emra mich schon wieder aus der Pampe gezogen hat, was Tui ja schon mehr gesagt hat. Ja. Und das Emra, das hast du aber aus deinem Video rausgeschnitten. Nee, ich habe ja dann runter und wir haben das auf deinem Kanal gemacht. Ja, stimmt. Ja, ja, auf deinem Kanal. Aber komm, Emrach ist auch wirklich herzensguter Mensch. Brutal. Wirklich ganz lieb, ganz toll, wirklich ein ganz, ganz netter. Wir haben bis jetzt ja noch nie so richtig besprochen, ob wir denn jetzt im November zusammenfahren. Ich würde mich ganz locker trauen, alleine hinzufahren, da mich zu Emrach hinzusetzen. Ja. Hätte ich persönlich überhaupt gar keine Angst oder Scham oder irgendwas. Vor. Ja, weißt du was noch? Ja, ich glaube, dass du das auch alleine schaffst, gar kein Thema. Du hast ja auch die Kontakte da. Ich versuche natürlich mitzukommen, weil die abends zusammen was zu unternehmen ist natürlich geiler. Na klar, macht schon mehr Spaß. Weil aber wir sind nicht immer in der Werkstatt. Noch ein halbes Jahr hin, lass mal erstmal Wasser ein halbes Jahr, ne? Vielleicht ist ja irgendwas oder so. Ja, Leon, war super und ich denke mal, wir sehen uns ja schon wieso. Spätestens sind jetzt in zwei Wochen. Zwei Wochen, ne? Ja, wir wollten ja noch ein Ding zusammen machen. Wir gucken mal, wie das laufen wird. Einmal zusammen streamen. Als Stream, ja. Bei der Nordic, meinst du, oder? Oder vielleicht davor. Können wir auch machen. Ja. Dass wir bei dir... Oder ihr macht das jetzt. Was? Oder ihr macht das jetzt. Nein, wir haben ja nichts angemeldet. Nee, das geht nicht. Anlauf. Nein, man muss schon ein paar Tage vorher Anlauf geben. Und ich habe ja einmal jetzt hier alleine gemacht gehabt. War gut. Ja. Ich habe ja ganz alleine gestreamt. 2000 Leute. Wow. Was? 2000 Leute? Ja, ja. Nein. Voila. 2400 Leute waren auf meinem Stream. Richtig toll. Und auf Dumanis gestern waren... auch 750 oder so. Und du weißt, mein Dumanis-Kanal ist mein Essenskanal. Ein locker Kanal. Und 750 Leute war auch nett. Ja, klar. Haben oder nicht haben. Der Chat hat auf jeden Fall wahrscheinlich gebrannt. 100%. Digi, dann pass auf dich auf. Wir sehen uns. Jawohl, und vielen Dank. Ciao, ciao. Kakao. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Abonnieren, like eure Herzen. War ja auch wieder anstrengend, oder? Ja. Ja, wir haben ja den Salo da gehabt, den Wunsch haben wir da gehabt, war wirklich Leon war natürlich da. Schade, Bobek, Digga. Bobek hat angerufen gehabt gegen 7 Uhr. Sagt er, wie lange seid ihr noch da? Aber Salo und Bunjo wollten schon losfahren. Ja. Sonst hätte ich gerne Bobi, Digga, dich hätte ich auch gesehen. Dann hätten wir richtig mal so ein YouTuber-Familientreffen. War ja. Richtig ein schöner Tag, wir haben schön gegessen. Schade, Abendbrot wollte ich mit denen gerne essen. Aber die wollten nach Hause gehen. Ne? Ja. Und ich finde es auch richtig schön, dass man sich auch außerhalb YouTube so ein bisschen sieht, macht, tut. Klar, man hat Gemeinsamkeiten. Und auch, dass wir zusammen essen, was machen. Also ich finde es richtig toll, oder? Ja. Und ich denke mal, wir sehen uns alle auf der Nordic mit den Jungs. Wird richtig schön sein. Und bei unserer Eröffnung werden sie natürlich bestimmt auch mal wohl dabei sein, ne? Ja, kommt drauf an, wen wir einladen. Ich habe gesagt, Digga, wenn ihr da seid, die können ja auch bei uns schlafen. Da wird eine Halligalli, würden wir mal so eine kleine Party mit den Jungs, oder? Ja. Ja, ich freue mich. Und irgendwann, Chat, wir müssen in NRW, ne? Du weißt, wir haben auch viele, viele, viele Leute aus NRW, die wir auch gerne die sehen Community. Wollen. Unglaublich viele. Viel aus der NRW. Und wir wollen, in NRW gibt es auch richtig tolles Essen natürlich. In jeder Stadt was ganz Besonderes. Und da wollen wir es auch mal ein bisschen etablieren. Und da mal einmal ein bisschen mit Salo, mit Bunjo, die sollen uns auch mal zeigen, wo die Spezialecken sind, oder? Genau. Salo war letztens irgendwo türkisch essen. Ja, ich habe das gesehen auf Instagram. Sorry. Genau, aber und ich weiß liebe Freunde, ganz ehrlich, viele haben ja bei Salo in den Videos geschrieben, er ist so, ja, aber er ist wirklich nett. Wirklich, er ist so. Er ist so, wie er ist. Man ganz muss ehrlich, er ist ja auch wirklich ein großer YouTuber, muss man sagen. 210.000 Abonnenten, Schatz. Er macht seit 6 Jahren YouTube. Er hat schon viele Sendungen so aufgenommen. Weißt du, den Kiesplatz, Sing, bla bla. Er hat ja viel auch erreicht, muss man sagen. Und Respekt, wir sind auf Augenhöhe mit ihm, wir verstehen uns, es hat mit YouTube nichts zu tun, wir respektieren uns, es war wirklich ein toller Tag heute. Deswegen sage ich ja, man muss jeden so akzeptieren wie er dich. Genau. Du, dich mag, mögen bestimmt garantiert 100%, auch 100%, Alter, sonst ja. Wenn nämlich alle mögen, dann hätte ich schon, Alter, 1 Million Abonnenten. Also ich habe natürlich auch Leute, die sagen, ey, Mama, Alter, die klappt nicht, mag ich nicht. Ist auch okay, Schatz.
Ja. Man kann nicht jedem gefallen. Die Mann ist hier ein eigener Charakter. Leon ist ein eigener Charakter. Bunjo ist ein anderer. Jeder ist auf seine eigene Art ist ein anderer Charakter. Also ich muss dazu wieder meinen Senf geben. Also wir sind alle erwachsen genug. Und wenn man wirklich will, kann sich jeder mit jedem verstehen. Man muss sich aber nicht verstehen. Ich bin so ein Typ, ist mir das auch egal. Wenn ich da irgendwie mag, ich muss nicht mit irgendeinem Typen zusammenhängen, den ich nicht mag. Ja, tut mir das leid. Ja, also, das ja. Eins, aber das muss ich jetzt leider dazu sagen. Wenn ich einen nicht mag, was soll ich meine Zeit mit ihm verpendeln? Nein, was so meine ich das nicht. Aber dass man sich immer freundlich und nett begrüßen kann. Und heute war auch lustig, da kam eine ganze Familie, die waren ja schon bei uns. Ich habe gesagt, Leon kommt dann. Die haben sich auf Leon gefreut. Ne? Ja. Ganze Familie, Leon ist da, die haben sich auf Leon gestürzt, Alter. Ja, Leon voll geschockt. Er sagt, oh, so kleine Kinder, Mädels, Vater, Mutter. Und war schon richtig lustig. Und Leon für ihn war das ein Schock. So, Leon kennt das ja nicht, weil Leon, wir kennen das ja auf seiner Arbeit und wir kriegen ja auch Besuch. Genau. Und Leon kriegt ja nie Besuch. Er sieht auf der Straße mal vielleicht ein, zwei, die ihn da irgendwie mal zuwinken. Aber das war so wirklich das erste Mal. Aber er hat es auch richtig gefeiert. Er sagt, er wusste nicht, wie er mit der Situation umgeht. Weißt du so? Ja. Er hat es aber gefeiert auf jeden Fall. Ne? Ja. Und wir freuen uns alle. Hallo, willkommen. Wirklich viele Leute kommen auf diesen Event Nordic. Wir freuen uns auf diese Nordic-Geschichte. Wenn du so weiterredest, verbrennt unsere Pizza schon. Okay, liebe Freunde, dann sag ich mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Auf jeden Fall geht es ja weiter auf den Dumanis-Kanal. Ein paar Dinger kommen, Wochenende ist wieder da. Natürlich ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen essen gehen. Morgen sind wir wieder irgendwie in Norderstedt unterwegs, in, keine Ahnung, ganz oben unterwegs. Viele, viel, viel Action. Küsst eure Herzen, abonnieren, liken, nicht vergessen. Im nächsten Video, bye bye. Wir sehen uns auf der Nordic. Bye bye.